Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Endlich gibt es wieder ein bisschen mehr Beauty auf diesem Kanal und es soll auch nicht nur bei Aufgebraucht-Videos bleiben. Vermehrt in Zukunft möchte ich wieder mehr aufs Thema Beauty eingehen, denn es ist doch etwas, was ich sehr vermisst habe während meiner Schwangerschaft. Und ja, ich würde sagen, mit dem Aufgebraucht-Video starten wir jetzt mal und hoffentlich kommen in Zukunft wieder mehr Beauty-Videos und ich hoffe doch sehr, dass euch das freut. Hinterlasst mir mal diesbezüglich gerne eure Meinung in den Kommentaren, was ihr denn so gerne sehen wollt. Aber jetzt geht es ums Aufgebraucht-Video und ich würde sagen, viel Spaß dabei. Einmal leer gemacht habe ich von Isana, das ist die Eigenmarke von Rossmann, das Shampoo Oil Care mit Arganöl und Pflaumenkernöl für glänzendes Haar und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich mag dieses Shampoo sehr, ist eins meiner liebsten. Könnte ich immer wieder kaufen. Ich komme nur leider viel zu selten zum Rossmann, denn der nächste ist ungefähr eine Stunde von hier entfernt. Deswegen, ja, schade, dass ich da nicht so oft drin komme. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Vor allen Dingen auch die Spülung dazu. Dann in diesem Tiegel, man sieht es leider nicht mehr, weil es abgegangen ist. Das war von Rituals, das Himalaya Scrub. Hinten steht es noch drauf. Mega. Fand ich super toll. Man muss sich danach absolut nicht eincremen, denn das hinterlässt so einen leichten Ölfilm auf der Haut, aber überhaupt nicht schmierig oder so. Es hat für einige Anwendungen gereicht, weil es sehr ergiebig ist. Es ist etwas gröberes Salz, was ich sehr mochte und kriegt man ja auch nicht überall so. Und das ist eine große, große Empfehlung, große Liebe und ja, würde ich mir immer wieder kaufen oder mir schenken lassen. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Batiste Trockenshampoo, meine liebste Reihe, das Fruity and Cheeky Cherry. Ja, ich liebe Batiste bis jetzt das beste Trockenshampoo, was ich probiert habe. Dann noch was von Rituals, auch eine ganz, ganz große Empfehlung, ein bisschen eingestaubt. Das ist das Yogi Delight Indian Rose and Sweet Almond Oil Duschöl. Mochte ich super gerne, gerade über den Winter, wenn man keine Lust hat, sich noch einzucremen groß. Auch das pflegt die Haut sehr schön, nicht so sehr wie das hier. Das hier ist extrem, also viel, viel pflegender im Nachhinein, aber auch das ist auf jeden Fall fürs schnelle Duschen sehr geeignet, sehr ergiebig. Das ist halt so ein Öl und wenn das in Berührung kommt mit Wasser, dann wird das so ein bisschen milchig. Ja, und riecht fantastisch, wie diese ganze Reihe überhaupt. Auch den Duschschaum liebe ich ja. Und ja, ich liebe einfach Rituals. Von Coris habe ich aufgebraucht diese Maske. Das war die Wild Rose Instant Brightening Mask. Mochte ich total. Ich liebe Coris. Es ist eine Naturkosmetikmarke. Die einzige, die ich wirklich, wirklich gut finde und ich mir auch echt immer überlege, ob ich mir die Produkte kaufe. Sie sind ein bisschen höherpreisiger. Gibt es in Müller oder auch bei Douglas, meine ich. Zumindest online. Und ja, es gab mal eine Maske, die fand ich, beziehungsweise ein Gesichtspeeling, die war mit Thymian und Honig, glaube ich. Die gibt es nicht mehr. Ich finde das nicht mehr. Die war so genial. Und ja, ich habe diese Maske ausprobiert. Ich bin kein Rosenfan, aber es riecht auch nicht extrem nach Rose. Ich fand die super toll. Eine richtig schöne Maske. Mit der Tube kann man einige Male hin. Die kostet 8 Euro. Und wenn man bedenkt, dass einzelne Masken in der Drogerie ja auch schon 1,50 kosten, finde ich 8 Euro absolut okay. Es ist nur das erste, dass man das erste überwinden, sage ich mal, 8 Euro für so eine kleine Tube auszugeben. Aber ich habe bestimmt 5, 6 Masken damit hinbekommen, wenn nicht sogar mehr. Und die fand ich wirklich gut, qualitativ wesentlich besser als die günstigen aus der Drogerie, sage ich mal, die ich natürlich auch kaufe, weil ich ein Opfer bin. Aber ja, die fand ich auf jeden Fall super toll und ich glaube, irgendwann, wenn meine einzelnen Masken mal weniger werden sollten, werde ich mal auf etwas höherpreisigere umstellen. Jedenfalls nehme ich mir das immer vor. Dann natürlich ein B-Oil habe ich aufgebraucht. Das war jetzt diese kleine Flasche. Ja, während der Schwangerschaft, jetzt nach der Schwangerschaft. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich mache es einfach. Ich fühle mich dadurch einfach besser, wenn ich es benutze. Könnte ich wahrscheinlich noch öfter benutzen. Es gibt mal Tage, da vergesse ich es. Aber im Grunde steht es sichtbar gut bei mir im Badezimmer, sodass ich es eigentlich nicht vergessen sollte. Und ja, bis jetzt bin ich ganz zufrieden damit. Und ich weiß aber nicht, ich habe jetzt noch auch einen im Bad. Ich weiß aber allerdings nicht, ob ich mir die jetzt nachkaufen werde, denn ich habe ja noch meine Creme von Vichy. Und danach möchte ich mal was anderes ausprobieren. Und deswegen werde ich das dann erstmal nicht nachkaufen. Ein Balea Antitranspirant habe ich aufgebraucht. Das ist das Extra Dry für trockenes Hautgefühl, für gepflegte Achseln. Ohne Alkohol. Und das riecht verdammt, verdammt gut. Oder roch sehr, sehr gut. Oh, ich mag das. Das riecht so nach Creme. Und ja, es hat mich jetzt nicht so richtig vom Schweiß bewahrt. Aber ich habe mich sehr frisch damit gefühlt, weil es wirklich so extrem frisch roch. Aber in kleinen Räumen kann ich es euch nicht empfehlen. Es ist echt anstrengend für die Atemwege. In großen Räumen würde ich es eher machen. Ich musste immer raus aus dem Badezimmer gehen, um das zu machen. Oder ich habe es ganz schnell gemacht und habe die Luft dabei angehalten und bin dann
raus aus dem Badezimmer. Wer kennt das auch von euch? Schreibt mir das mal gerne unter die Kommentare. Gilt auch für Haarspray. Dann hatte ich hier die Limited Edition von Schäbens aufgebraucht, die Himbeermaske. Die roch halt typisch nach Himbeere, ist mit Shea Butter, Mandelöl und Mate-Extrakt für alle Hauttypen, wie fast immer bei Schäbens. Fand ich okay, jetzt nicht phänomenal. Das ist das, was ich halt eben meine. Ja, man macht es dann meistens wegen dem Geruch, weil man interessiert ist, weil die Designs schön sind, was auch immer. Aber bis jetzt, die wenigsten Masken haben mich wirklich überzeugt, aber man kauft sie halt immer wieder nach. Dann etwas, worüber Robert und ich sehr traurig sind, dass es leer ist. Das gibt es leider in den USA, das ist von Bath & Body Works. Eine Gentle Foaming Hand Soap, also das war so eine Flüssigkeit und wenn ihr hier oben drauf gedrückt habt, kam so ein richtig fluffiger Schaum raus. Und diese Reihe, Cotton Blossom, oh mein Gott, genial. Wir waren ja letztes Jahr noch in New York, nee Quatsch, Anfang diesen Jahres, ich war ja noch schwanger, genau. Anfang diesen Jahres in New York und wir haben nach dieser Sorte geguckt, es gibt sie nicht, es gab sie nicht. Die ist wahrscheinlich nur saisonal oder so bedingt erhältlich. Ich habe auch im Internet geschaut, nicht zu finden. Ja, falls einer von euch weiß, wo es diese Sorte noch geben sollte, könnt ihr mir das mal gerne schreiben. Die roch so gut. Generell sehr, sehr viele Seifen davon. Also wenn ich mir was bei Bath & Body Works kaufe, sind das entweder Kerzen oder Seifen. Dann habe ich hier von Balea aufgebraucht die Glatt- und Glanzspülung. Anti-Frizz-Formel, Glättung und seidiger Glanz ohne Silikone. Das hat meine Haare recht schnell wieder fettig gemacht. Also es war gut, ich habe es auch wirklich versucht, nur in die Längen einzuarbeiten, aber irgendwie, ob beim Kämmen hinterher oder weiß ich nicht was, hatte ich das Gefühl, mein Ansatz wird viel, viel schneller fettig. Glatt und glänzend hat es schon gemacht, würde ich sagen. Also meine Haare waren schon weich danach. Für so eine günstige Spülung absolut in Ordnung und kann man auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann ein kleiner Flop, also wirklich nur kleiner Flop. Ich liebe Palmolive. Es gibt viele, viele Sachen von Palmolive, die verdammt gut riechen, die ich auch sehr gerne mag. Auch das hier roch extrem gut an der Packung. In der Dusche war es leider nicht so intensiv, wie ich es mir gewünscht habe. Und auf der Haut roch es dann irgendwie anders. Super schöne Verpackung, war auch eine Limited Edition. Gibt es aber, glaube ich, zum Teil noch. Das war dieses So Tempting Shower Gel with Poppy, also mit Mohnblume. Ja, irgendwie roch das gut, aber nicht gut genug unter der Dusche, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann aufgebraucht, jetzt spiegelt das wahrscheinlich und ihr seht schon, wie schmutzig das ist. Ich tue es schweren Herzens weg, da sind nur noch Bröselchen drin. Ich werde es jetzt auch nicht aufmachen, weil sonst bröseln die mir raus. Das war das Evermatte Puder von Clarins in der Farbe 01 Transparent Light. Ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt, es war ein tolles Puder. Ich habe aber noch andere aus der Drogerie da und sehe jetzt momentan nicht ein, mir ein teures zu holen. Ja, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, weil das war wirklich gut. Ich mochte es sehr, auch Freundinnen haben das ausprobiert mal, als sie sich bei mir geschminkt haben oder so und fanden das auch toll. Ja, kann ich sehr empfehlen. Ich habe auch noch ein paar andere Produkte von Clarins aus dieser Reihe. Ja, sehr, sehr schön. Von TT Sept habe ich diese Sinnessalze aufgebraucht. Paradiesgarten, entspannendes Pflegebad mit Malbe und Cassis. Und das roch wirklich sehr gut. Ich glaube, auch die findet ihr zum Teil noch. Gerade im Müller habe ich die, glaube ich, nochmal gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Steht jetzt auch nicht Limited Edition drauf. Von daher schaut mal. Hier ist auch immer eine Duftprobe bei. Fand ich sehr, sehr schön und wirklich sehr entspannt. Tony Moly Tuchmaske. Durfte auch wieder dran glauben. Diesmal war es die I'm Real Red Wine Mask Sheet. Also es ist so eine Tuchmaske mit rotem Wein. Und ich muss sagen, das war die erste, die mir nicht so gefiel. Allein schon vom Geruch her irgendwie nicht. Hörte sich interessant an. Aber ja, fand ich jetzt nicht so toll. Das sind diese asiatischen Masken. Die kriegt ihr bei Amazon. Die kriegt ihr bei Urban Outfitters. Da habe ich es auch her, sehe ich gerade. Ja, da fand ich den Effekt nicht so toll und auch den Geruch nicht so toll. Ja, die würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Bei mir hat es schon geweihnachtet mit Dresdner Essenz Winterbad, Zimt, Nelken und Orange. Die gibt es eigentlich immer wieder zur Weihnachtszeit. Das war noch vom letzten Jahr. Dieses Jahr gibt es schon wieder neue. Mag ich total gerne und ich meine, da ist auch so, ich weiß nicht, ob da so Goldschimmer bei ist. Nee, das war bei einer anderen, glaube ich. Ja, auch da gibt es eine Duftprobe. Riecht mal unbedingt dran, wenn ihr so Weihnachtsfans seid. Die ist richtig toll weihnachtlich. Und vielleicht auch eine schöne Idee für einen selbstgemachten Adventskalender. Dann habe ich hier noch die Badekristalle von Kneipp. Das war mal ursprünglich meine Lieblingsduftrichtung von Kneipp. Glückliche Auszeit mit rotem Mohn und Hanf. Hört sich nicht spektakulär an, aber riecht mal unbedingt dran. Es gibt ja diese großen Flaschen. Da gibt es auch diese Version von. Und da könnt ihr mal dran riechen. Es ist einfach, es riecht so, so gut. Es ist dunkelrot und riecht richtig gut. Werdet ihr, glaube ich, jetzt schlecht erkennen, das ist eine Probe von Make Up For Ever, die Excessive Lash Mascara. Fand ich sehr gut.
hat, ich weiß gar nicht mehr, wie war das Bürstchen? Ich glaube, kein Gummibürstchen. Ich komme eigentlich fast nur mit Gummibürstchen zurecht. Nee, das hat kein Gummibürstchen, aber dafür war sie sehr, sehr gut. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss sie mir unbedingt nachkaufen. Bis jetzt haben mich nur zwei Mascara-Pröbchen überzeugt, wovon ich mir eine auch in groß nachgekauft habe. Das war von Chanel eine. Die habe ich auch da in groß. Die war super. Und eine von Yves Saint Laurent, aber ja. Natürlich ganz, ganz teure. Super, Nadine. Ja, aber die war auch echt nicht schlecht. Wirklich. Dann noch was für die Haare. Von L'Oréal Paris Elvital Color Glanz. Die Wunderkur mit Farbschutz Leinsamen Elixier zum Ausspülen. Genau. Für koloriertes oder gesträhntes Haar. Trifft ja bei mir zu. Zumindest hier für den unteren Teil. Und fand ich auch gut. Aber auch da dasselbe ist. Erstens roch das unglaublich toll. Ich mag diese Reihe super, super gerne von L'Oréal. Habe auch überlegt, mir mal das Shampoo zu kaufen. Das kostet tatsächlich ein bisschen mehr. Aber auch hier hatte ich wieder das Gefühl, es fettet meinen Ansatz zu schnell. Ich weiß nicht, ob es an der Schwangerschaft bzw. After-Schwangerschaft liegt, mit dem Stillen, mit den Hormonen. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, aber ich glaube, ich hatte mir die schon mal geholt und ich fand die echt toll. Dann eine Riesenempfehlung, super unscheinbar, aber oh mein Gott, es riecht so gut. Ich habe ja eben schon gesagt, Palmolive, ganz, ganz tolle Sachen. Da steht auch drauf, erlebe den Duft und den müsst ihr wirklich erleben. Wie gesagt, total unscheinbar. Das heißt Palmolive Naturals mit Feuchtigkeitsmilch, sensitiv, mit Milchprotein, ja, Duschcreme. Und das riecht so gut, das werde ich mir auch nachkaufen. So sauber und rein nach Seife irgendwie, ich kann das nicht erklären, und frisch. Guckt euch das unbedingt an. Wie gesagt, das ist nicht eine Packung, nach der man zuerst greift, aber ja, große, große Empfehlung und werde ich mir definitiv wieder nachkaufen. So, und kommen wir schon zu der letzten Sache. Es ist wieder eine Maske, die ich tatsächlich gut fand aus der Drogerie. Und zwar ist die auch noch relativ neu. Und zwar spreche ich von der Balea Tuchmaske, diese mit Aktivkohle. Ich fand die Textur dieses Tuches super. Und danach habe ich mich sehr erfrischt gefühlt. Das ist halt mit antibakterieller Lösung gegen Unreinheiten, für Unreine und Mischhaut. Ich habe jetzt nicht viele Unreinheiten, könnte auch nicht sagen von dem einen Mal, dass ich da was getan hätte. Aber einfach das Gefühl danach war einfach sehr, sehr gut für den ersten Eindruck. Und ja, das ist immer mir wichtig, dass eine Maske so einen kleinen Soforteffekt hat, auch wenn es nur Entspannung ist. Und ja, die hat das auf jeden Fall geschafft und fand ich sehr gut. Ja, das war's wieder mit meinem Aufgebraucht-Video. Hinterlasst mir gerne Feedback. Generell, ob ihr noch Aufgebraucht-Videos sehen wollt oder ob ich die lieber mal bei Instagram in meine Stories packen soll. Aber das Thema Beauty soll auf jeden Fall jetzt langsam wieder ins Rollen kommen auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr habt da genauso Lust drauf wie ich. Aber natürlich bleibt mein Mami-Alltag auch nicht aus. Also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao!